Wow, Freunde, Unfassbares ist passiert jetzt, nachdem so ein Drama die ganze Zeit ein Hin und Her zwischen Francis Ngannou und dem UFC-Boss in den letzten Wochen stattgefunden hat, Freunde. Nachdem jetzt Francis Ngannou, wie gesagt, richtig rausgehauen hat, in meinem vorherigen Video die komplette Zusammenfassung über die UFC rausgehauen hat, was ihr euch gerne angucken könnt, hat jetzt Jake Paul in Endeavor, die Muttergesellschaft der UFC, investiert, während sein Streit mit Dana White weiter eskaliert, Freunde. Und ihr denkt euch jetzt, hä, okay, er hat investiert und jetzt? Aber Jake Paul hat einen Investoren, einen Partner an seiner Seite und er hat jetzt vor, die UFC von innen zu verändern, beziehungsweise dort auf jeden Fall mehr Impulse zu setzen, als er mit dem außenpolitischem Hintergrund, sage ich mal, schaffen kann, Freunde. Das ist unnormal krass. Er spuckt Dana White damit so ins Gesicht und das ist wirklich eine sehr, sehr heftige Aktion von ihm und ich bin gespannt, was für Konsequenzen das businesstechnisch für ihn haben könnte, Freunde. Und deshalb denke ich auch, dass Dana White so durchgedreht ist oder die UFC direkt Francis Ngannou und sein Team verklagt hat, weil sie mit ihm dort Geschäfte machen wollen, während er sich in der Zwischenzeit in die UFC einkaufen will, Freunde. Es eskaliert gerade komplett. Es ist unnormal krass, Freunde. Und wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like davon und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Immer auf dem neuesten Stand, vor allem bei diesem Thema, Freunde. Jake Paul und Dana White haben, wie gesagt, eine sehr, sehr lange Geschichte schon mittlerweile auch hinter sich, ne? Jake Paul und Dana White haben ebenfalls einen eigenen Beef, nicht nur der von Francis Ngannou, aber Jake Paul hat das jetzt genutzt, um etwas Krasses zu veröffentlichen. Als Vergeltung für den Beef mit Jake Paul hat er zusammen mit seinem Geschäftspartner in Endeavor investiert, die Muttergesellschaft der UFC. Der YouTuber, der zum Boxer wurde, teilte dies auf Twitter mit und schrieb: Ich habe mit meinem Partner Jeffrey Hu in EDR, also UFC-Aktien, investiert, um mich auf die ESG Standards, Environmental, Social and Governance der UFC in Bezug auf die Kämpfer zu konzentrieren. Wir glauben, dass EDR einen langfristigen wirtschaftlichen Wert schaffen kann, indem es die Gehälter der UFC-Kämpfer erhöht und ihnen eine Gesundheitsversorgung bietet. Wir wenden uns an die Investmentgruppe Engine No. 1, um eine Partnerschaft für dieses Vorhaben zu finden. Das Ziel von Pauls Investition in das börsennotierte Unternehmen ist es, die Probleme von innen heraus zu lösen. Die Ankündigung wird Dana White zweifellos wütend machen, wenn man die langjährige Fehde zwischen den beiden über die sozialen Medien bedenkt, die damit zusammenfiel, dass Paul zwei UFC-Kämpfer, ehemalige UFC-Kämpfer, halt ausgenockt hat. White ist der derzeitige Präsident der UFC und Aktionär des Unternehmens, das 2016 für 4 Milliarden Dollar gekauft wurde. Pauls Partner Wu erläuterte die Beweggründe für die Investitionen und schrieb ebenfalls auf Twitter: Mein Partner Jake hat das Geschäft des Kampfsports verändert, indem er nicht nur darüber geredet hat, sondern sich dafür eingesetzt hat, für die Bezahlung von Kämpfern, die Gesundheitsversorgung und den Einsatz für den Frauensport und vieles, vieles mehr zu verändern. Und heute ist unser nächster Schritt in unserer Vision, die Branche zu revolutionieren. Die UFC ist wegen ihrer Ausbeutung ihrer Athleten dem Herzstück des Geschäfts zunehmend in die Kritik geraten, heißt es hier. Das Verhältnis der Einnahmen, die an die Athleten im Vergleich zu den Eigentümern und Ligen gehen, liegt weit unter dem Branchenstandard. Dieses Missverhältnis schadet dem langfristigen Shareholder Value und wird sich nicht auf magische Weise ändern. Wir glauben, dass der beste Weg, diese unvermeidliche Revolution zu beschleunigen, darin besteht, sie von innerhalb der UFC als Miteigentümer und Impact-Investoren anzuführen. Wir werden unseren Investitionsanteil nutzen, um Fans, Athleten, andere Aktionäre und das Management dazu zu bringen, das Richtige zu tun, Freunde. Das ist unnormal krass. Ich bin so gespannt, wie es dort weitergeht. Ich kann euch nicht genau sagen, was da investiert wurde von diesen beiden, aber ich denke, wenn man schon so groß redet, wird da eine ordentliche Summe hinterstecken, um da innen drin was verändern zu wollen. Deshalb, Freunde, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, lasst gerne ein Like und ein Abo da und schreibt mir eure Meinung gerne da rein. Ich bin mega gespannt, mega heiß auf dieses Thema. Es ist wirklich richtig krass, was da gerade abgeht. Also jetzt bis zum nächsten Mal hier bei No Time MMA.